Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und Hitman Sniper Assassin. Wir schnappen uns heute eine Herausforderung, die ist super nervig. Schlussklappe. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal probiert und es ist wirklich, es hat in sich einfach. Weil die Leute sich nicht wirklich bewegen lassen. Eine Sache habe ich noch nebenbei rausgefunden, die zeige ich euch auch gleich. Prometheus, eine redigierte Meisterleistung habe ich noch erledigt nebenbei, als ich so ein bisschen rumgespielt habe. Da ist auch einer. Hat er gesehen. Mal gucken, ob wir den gleich ausschalten können. Können. So, und dann sind doch hier irgendwo da. 47, you're about to be spotted. So, Körpertreffer hier. Gibt's auch. Den nehmen wir raus. Very clever, 47. They will not discover the body. Den nehmen wir auch raus. Okay. So, das war schon mal ganz gut, würde ich sagen. Den guten Mann markieren wir hier. That is Doris Lee, aka Lee has been eliminated. Ja, tot würde ich sagen. Aber sowas von. So, und jetzt wollen wir hier ein bisschen das Dach leer räumen, würde ich vorschlagen. Damit die Leute uns dann nicht irgendwie im Weg sind nachher. Es wackelt einfach immer noch so doll. Hier unten auf der Bank müsste doch auch einer sitzen eigentlich. Heute nicht scheinbar. So, mal sehen, ob wir den hier erledigen können, ohne dass jemand bemerkt. Das wäre eine große Hilfe. Ah, sehr gut. Nice shot, 47. Ja, ich weiß. Das sind alles sehr gute Schüsse. So, hier oben patrouilliert doch auch irgendwo einer. Auch einen dabei. Ja, guck dir das mal an. Very clever. They will not discover the body there. So, und mit ihm machen wir was ganz ähnliches, würde ich vorschlagen. Out of sight, out of mind. Er hat noch seinen Bodyguard. Den könnte ich vielleicht jetzt gerade erledigen, ohne dass es jemand mitbekommt, vielleicht auch nicht. Gerade Braut und Bräutigam. Ah, da müsste eine Hecke dazwischen sein. Das stimme ich jetzt. So, er geht zu seiner Bank, oder wie ist das? Ich meine, da steht er auch gut. Ich rücke ihn mal so ein bisschen weiter nach hinten. Haut es vom Winkel hin? Ich hoffe. Okay, da muss jetzt da liegen bleiben.
Ist natürlich ein bisschen blöd. Er ist umgefallen. Ich hoffe, den bemerkt da niemand. So, was machen wir mit dem Leibwächter hier? Das ist der letzte, ne? Ja. Der letzte seiner Art. That is Guillaume Maison, the Kingfisher, former Interpol agent and the owner of the mansion and its grounds. Ja, die beide hier mit dem Lautsprecher zu erwischen. Ach, wisst ihr, was wir mal machen können? Was eine unheimliche Erleichterung ist. Wir machen hier die Tür kaputt. So, Guillaume geht weg. Dann schieße ich da einfach nochmal hin. Und weil der Leibwächter da natürlich nicht widerstehen kann, sich das Upsi anzuschauen. Und tschüss. So, eine Leiche liegt jetzt natürlich rum. Das ist ein bisschen blöd. Oh, wer rennt denn da rum? Es ist der Butler. In der Tat, der Butler. Na gut, wer darf das? So, ich nehme mal noch was zu trinken, während wir hier warten. So, das hat man gut gehört, glaube ich. Wir können auch noch mal nach unserem Höhlenmenschen gucken. Ach, der ist schon wieder weg? Na schade. So, wo will er denn jetzt noch hin? That is Dorian Lang. Ach, Dorian will hier noch mal zur Bühne, glaube ich, ne? Können ja inzwischen noch ein bisschen Tauben suchen. Also ich habe festgestellt, guck mal, hier oben ist auch noch so ein Wanderer. Keine Ahnung, was mit dem auf sich hat. Stört ihn gar nicht. Ich dachte, ich könnte vielleicht auf seinen Rucksack schießen oder so. Scheinbar nicht. Oh, der springt. Kommt er auch irgendwo wieder an? Vielleicht muss ich den im Fallen erwischen für ein Achievement. Ich weiß es nicht. So, wie weit sind denn die beiden hier? Ja, machen sich langsam auf den Weg. So, und dann ist nämlich das Problem, die beide hier vor die Tür zu bringen. Ne? Dorian ist ja einmal später da und zum zweiten kommt er halt auch von hinten. Das heißt, wir müssen Guillaume vielleicht irgendwie hier vorne schon irgendwie so ein bisschen binden, indem wir ihn ablenken, ständig. Und dann Dorian halt hier irgendwie vor die Tür locken, weil es bewegt sich immer nur derjenige von den beiden, der dichter an dem Einschlag dran ist. Und das ist natürlich nicht so geil. So, und ich glaube, hier so in dem Bereich müssen wir die beide bekommen, ne? So, okay, ich glaube, jetzt ist es gleich soweit. So, gucken wir das mal an. Ja, von unten kriegen das natürlich auch Leute mit. Ist nicht schlimm.
solange Dorian hier halt weitergeht. So, nicht bewegen bitte. Nicht bewegen, bitte. So, da ist Dorian. Und die Tür ist jetzt offen. Und das ist insofern natürlich unheimlich günstig. Und weil er das hört, ne, wenn die Tür zu ist, hört er einfach gar nichts. Hier geblieben. Jetzt wird es unheimlich schwierig. Oh, das könnte passen. Ja! Oh mein Gott, dritter Anlauf. Ja, das war mein dritter Versuch, das so wunderschön hinzukriegen. Beim ersten Mal habe ich die gar nicht bewegt bekommen, die Typen. Beim zweiten Mal dachte ich, ich hätte sie dazu stehen gehabt und dann standen die aber nicht beide unter dieser Box. Aber ja, so ungefähr wird es gemacht. Gehört auf jeden Fall ein bisschen Glück dazu, das zu schaffen, finde ich. Und es hilft auch, wenn man die beiden nicht, wenn man dafür sorgt, dass sie halt nicht abgelenkt werden. Ne? Ansonsten muss man halt entweder Dorian ewig lange da auf dem Balkon festhalten oder Guillaume halt ewig lange weiter rechts da auf demselben Balkon. Also wenn die abgelenkt werden, ist das okay auch. Die gehen trotzdem dahin, aber macht die Sache natürlich ein bisschen nerviger. Ist so schon nervig. Bisher das nervigste, die nervigste Herausforderung, die ich hier hatte. Aber haben wir jetzt auch geschafft hier, Schlussklappe. Und wie gesagt, die Meisterleistung mit dem Höhlenmenschen da unten, mit dem Einsiedler, war Prometheus. Die habe ich jetzt aus Versehen offscreen quasi gemacht. Das Video hat es nicht hoch geschafft, da habe ich eigentlich auf Entenjagd gehen wollen, habe aber die letzte Ente nicht gefunden. Das müssen wir also irgendwann anders machen. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.